Willkommen zurück bei FIFA 16 und unserer Eintracht, der es gerade gar nicht so gut geht. Und wir sind natürlich wie immer im Trainingsmodus mit Luka Waldschmidt, Gacinovic, Max Dendera, Ignoski und Radetzky ist auch wieder am Start. Ich hoffe, dass ich die bei 5 auf jeden Fall relativ gut nach oben pushen kann. Gacinovic hat gerade die 67 gepackt, sehr schön. Da haben wir schon mal einen guten Anstieg. Das Training verlief einigermaßen gut. Eine 4 dabei leben. Ja, wir sind momentan Letzter nach 6 Spielen mit nur 3 Punkten. Und wir haben die Aufstellung ein wenig geändert. Wollte ich jedenfalls ändern, genau. Ich habe sie noch nicht geändert, ich werde sie jetzt ändern. Und zwar werden wir ein bisschen offensiver spielen. Im 4-3-3. Wir packen Meier in die Mitte, Seferovic rechts nach außen, Hernandez geht links außen. War Hernandez denn ein schneller Spieler? Weiß ich gar nicht. Wo steht's denn nochmal? Sprintgeschwindigkeit 91. Ja, der Junge ist schnell. Stendera macht den ZOM. Reinhardt und Seba haben wir dahinter. Ja, Abraham hat gerade einen kleinen Durchhänger als Verteidiger. Russ eigentlich auch, aber ich werde Russ mal für Abraham bringen. Weil Russ auch einen Ticken länger ist als Abraham, kann das natürlich Vorteile im Zweikampfduell bei der Luftwaffe spielen. Hasebe kommt auf die Bank, dafür kommt ein Leitner rauf. Und ja, Cutlets sollte verkauft werden, wurde ja nichts draus, deswegen packe ich Cutlets auch nochmal auf die Bank für... Ja, Luka Waldschmidt muss erstmal raus. Gut, das schaut gut aus. Mal sehen, ob wir mit dieser etwas offensiveren Einstellung besser klarkommen. Ich kann es nur hoffen. Denn so langsam aber sicher müssen wir uns da unten rauskämpfen. Überraschenderweise hängt Dortmund ja auch mit im Keller. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's zu Hause gegen Berlin. Wir sehen uns gleich beim Spiel. Und damit herzlich Willkommen willkommen im auch zum heutigen Waldstadion Spiel Frankfurt und gegen diese Hertha Partie BSC hätte Berlin. besseres Wetter Ja, das wird so langsam aber sicher nicht geht zu es ändern, wahrscheinlich auch läuft die um meinen Spielweise, die Posten gehen als jetzt auf Trainer. veränderte Bedingungen auf einen Deswegen, wir spielen im erneuten Regen, das heißt, Spieltag wir müssen weiter. Die jetzt heutige wirklich schauen, dass wir mal einen Dreier zu Eintracht Hause holen gegen die Frankfurt gegen Berliner. Hertha BSC. Wobei in der aktuellen, echten Saison die Berliner gar nicht mal so schlecht spielen, muss ich Und ja so sagen. sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Und Wir Berlin werden wird das Spiel heute anstoßen. breit machen wollen, denke ich, mit dem Und wir spielen natürlich zu Hause mit 4-3-3. hohem Druck und ein bisschen offensiv. Die Berliner direkt zeigen, dass wir Herr im Hause sind. Und da wollen sie erstmal einen ruhigen Aufbau machen. Plattenhardt. Oh, Ignoski lässt sich da Gute ein bisschen Körpereinsatz hier. düpieren. Und die Flanke Aber wieder. Radetzky hat den Ball sicher. Und da ist auch schon Seferovic am Ball. Der Ball sollte eigentlich zu Stendera gehen. Plattenhardt. Jetzt geht es mit einem Stendera Einwurf schön dazwischen weiter. gegen Plattenhardt, aber kommt dann nicht mehr entscheidend an den Ball ran. Reinhard Hierer. Ah, der Ball zu weit abprallen lassen. Russ hat ihn sicher. Und Leitner. Leitner. Leitner am Vorbei. Er lässt sich den Ball Freistoß, abnehmen, der oder? nicht, Nein. keine große Sache. Der Schiri hatte ein leichtes Ziehen, Zupfen am Trikot gesehen. Freistoß für die Eintracht. Leitner am Ball, versucht ihn jetzt Die Spieler in der weit in Mannschaft den sind Strafraum zu aufgewacht, das bringen. könnte sonst eine Verwarnung geben. Oh, da lässt er sich den Ball an vorbeilegen. Behrens. Es läuft, oh, jetzt rempeln sie sich auch Ganz noch gegenseitig hier um. Hallo, Kollisionsabfrage. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ach komm, das Gegenseitiger war doch nichts. Sam Foul, Brauner ist aber fair an den da Ball kann er die gegangen. Verwarnung noch stecken lassen. Depasch spielt er gut. Und der Schuss geht Und wieder aus Radetzky dem Torwart. sicher. Weit nach vorne, Alex Meyer hat den Ball. Lässt sich aber direkt Reinhard wieder Hierer. Seferovic den Ball abluchsen. Plattenhardt. Und die Berliner spielen hier einen schnellen Fußball. Ball im Und Aus, schön Freistoß. geklärt. Zambrano rabiat einfach da reingegangen gegen Enis Benatira. So, und jetzt können wir noch mal schnellen Blick auf diese Und auch so großartige clever reingegangen, dass wir Situation Abschlag, zurückerwerfen. Abstoß kriegen. Das Sehr ist schön. was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei.
Plattenhardt. Schäbre. Komm schon. Hernandez hilft da hinten sehr gut mit aus. Und abgewehrt. Es gibt Ecke für Hertha BSC Berlin. Oh, man merkt schon, die Berliner haben gerade einen richtig guten Lauf. Wir müssen wirklich höllisch aufpassen, dass wir da irgendwie was reißen können. Und der geht vorbei. Uiuiuiui, da ist nach 18 Minuten gespielt und schon sieht man, warum die Hertha höher steht als die Eintracht. Und der Ball geht ins Aus, sehr schön. Aber keiner, der sich wirklich freiläuft hier. Ah, Seferovic läuft sich frei. Er passt ihn auf den Flügel. Aber da kommt Datira nochmal zwischen mit dem Fuß. Ah. Da kam Ignowski noch mal ran, aber nicht entscheidend, um den Ball noch wegzukriegen. Oh, und die Berliner, klasse Konterfußball. Und Ecke für Berlin. Ich muss euch sagen, momentan bin ich gerade nicht gut drauf. Es ist überhaupt nicht, selbst in meinem Fun-Spiel-Modus mit der Eintracht liege ich unten im Tabellenkeller. Ich weiß auch nicht wirklich, woran es liegt. Und Radetzky ist wirklich eine Bank da hinten. Was er halten kann, hält der Mann auch. Und es sollte Abschluss geben. Wieder Ecke. Ich habe da jetzt eher den Berliner nur am Ball gesehen. Und da schlägt er ihn einfach raus, nicht gerade überlegt. Berlin kann jetzt wieder schauen, wie sie hier weiterkommen. Na, der ist zu optimistisch gedacht für Ignowski. Und die Berliner wieder im Angriff. Und den sollte sich Oczipka holen. Den sollte sich der Oczipka holen. Sehr schön. Komm, Hernandez, den läufst du hier lang. Und verliert den Ball wieder. Und da schlagen sie ihn weit rüber auf den Flügel und da ist natürlich wieder Platz. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Benatira. Und da ist der Russ dazwischen gegangen. Also da schon wieder gefährlich. Boah, es ist ein hartes Stück Arbeit. Im Grunde, wir wehren uns eigentlich nur gegen Berlin, kommen gar nicht selbst zu irgendwelchen Aktionen. Und das war mal eine Ecke, die kann man sich auch schenken. Also schlechter kann eine Ecke nicht aussehen. Erstmal Flügelwechsel. Ignowski wieder. So, Ignowski. Wieder auf Ignowski. Und wieder zu nah vors Tor gezogen, die Flanke. Und Berlin wieder im Angriff. Und die sind aber auch feilschnell. Aber da war Hatira, außer Booster, den hat er nicht mehr kontrolliert, in die Mitte bringen können. Nächstes Spiel für Frankfurt gegen Ingolstadt. Wir wollen sehen, ob das besser wird. Im Moment habe ich keine große Hoffnung. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf.
Guter Körpereinsatz hier. Es ist unfassbar. Wir haben eigentlich ziemlich gute und schnelle Spieler, aber die werden alle abgelaufen. Kann er erzählen, dass die alle so schnell sind. Oh, der geht vorbei. Alter Vater, es läuft richtig, richtig mies. Und was habe ich denn auf der Bank noch? Ich werde jetzt mal den jungen Gacinovic für Leitner bringen. Und Aigner kommt für Reinhardt. Und auch taktisch werden wir jetzt ein bisschen anders spielen. Wir spielen jetzt auf lange Bälle. Lange Bälle. Und Pressing behalten dabei. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, was war das denn? Den Ball holt er sich. Plattenhardt. Galou. Er schießt. Mein Gott, der Hatira. Typierte erstmal die Abwehr und dann Lustenberger was, glaube ich. Das tut weh direkt nach der Pause. Nee, Skierbrett war's. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier mal vorankommen. Jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Den hätte auch ein bisschen mehr Druck machen können, der Hernandez. Hernandez bis jetzt totaler Fehlankauf. Schöner Ball. Seferovic. Oh. Da war der Berliner noch dazwischen. Eine gute Gelegenheit. Jetzt schauen wir uns mal. Russ. Oh, war nicht schlecht von Russ. Wie er da an den Ball kam. Ah, da lässt sich Ignowski von Kalou aber ablaufen. Darida. Souverän, er hat den Ball. Ja, das war ein klares Foul. Klares Foul. Das muss der Schiri pfeifen. Und Radetzky wieder sicher daran. Mein Gott, die können noch in allen Lagen schießen. Behrens diesmal. Und das hätte natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben, wenn du mit zwei Toren vorne liegst. Und wieder kein klarer Ball, der nach vorne geht. Stattdessen wieder Berlin im Konterversuch. Und Seferovic vorbei am Berliner. Alex Meyer. Oh, da haben wir endlich mal einen Torschuss gesehen. Fast eine ganze Halbzeit und 10 Minuten hat es gedauert. Er holt sich den Ball. Und da wird uns der nächste Gegner, der Hertha, eingeblendet. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel und da würde ich mich nicht festlegen wollen, wer da der Favorit ist. Ja, da wollte Hernandez gerade den Ball reinbringen und Meier in der Mitte hat gelauert. Jetzt gibt es noch nachträglich eine Aussetzung. Ich dachte schon, ich gebe mir eine Karte nachträglich. Ochipka. Stocker. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sie haben den Ball. Den konnten sie nicht kontrollieren. Wieder raus auf Ochipka. Und auf Meier. Meier lässt ihn austanzen. Oh, da war Meier jetzt zu eigensinnig. Das gibt einen Eckball. Vielleicht wäre noch jemand in der Mitte gekommen. Da geht er hin.
Und da ist auch schon der Torwart von Berlin wieder draußen, hat den Ball. Und der ist zu lang für Seferovic. Ja, Zeit für den letzten Wechsel des Spiels. Wir werden jetzt Cutlets bringen für Hernández. Hernández, der bisher seit der Verpflichtung noch keine gute Figur macht. Hoffen wir, dass er sich noch besser integrieren kann in die Mannschaft. Stocker. Und wieder über außen über Benatira. Aber der kommt nicht an. Rückspiel auf Radetzky. Radetzky nach vorne. Und Meier kommt aus dem Abseits, was er auch immer da hinten zu suchen gehabt hat. Ich weiß es nicht. Und der Ball kommt nicht an. Und Pekarik raus auf Weiser. Mitchell Weiser von München gekommen. Schön geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Jetzt hilft Meier hinten aus. Aber die Berliner den Ball schon direkt wieder unter Kontrolle. Jetzt hilft nichts mehr. Wir müssen jetzt mal hier langsam totalen Angriff fahren. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier. Er schießt knapp daneben. Boah. Schöner Schuss von Stocker. Ah, da pfeift er das Foul. Wobei sich der Weiser eher in seinem Dribbling verstolpert hat, finde ich. Und raus auf Zambrano. Was macht denn Zambrano da vorne eigentlich? Oh, Seferovic bringt den Ball nicht ins lange Eck. Okay, es laufen die letzten Minuten. Und es gibt Ecke. Es gibt Ecke. Bisher haben wir noch keine gefährliche Standardsituation vollbracht. Und auch diese bringt nichts ein. Okay. Alles oder nichts heißt es jetzt. Wie so oft bei den Frankfurtern. Und die Berliner können natürlich jetzt auf Zeit spielen, von der sie natürlich genug haben. Zurück auf den Torwart. Und jetzt lassen sie uns hier laufen. Brooks. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Und da pfeift der Schrei ab. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Berlin hat uns wunderbar laufen lassen können und hat natürlich auch definitiv den besseren Angriffsfußball gespielt. Wir müssen immer noch nach unserer idealen Formation und Aufstellung suchen. Ich habe aber große Hoffnung, dass wir sie finden und dass wir unten aus dem Keller rauskommen. An der Tabelle sollte sich nicht wirklich was getan haben. Wir sollten immer noch Letzter sein. Die Frage ist, ob die Dortmunder auch noch da unten rumhängen auf dem Abstiegsplatz. Und das sehen wir jetzt. Dortmund nach 7 Spielen auch nur 6 Punkte. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch einigermaßen gefallen. Ich hoffe, ihr fühlt ein wenig mit mir, wie ich leide. Nächstes Spiel werden wir mal schauen, was wir für eine Formation spielen. Wir werden die perfekte Formation noch finden, hoffe ich. Bis dahin, bis bald. Ja,
Was soll ich sagen? Ich bin fertig. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei FIFA 16. Haut rein.